Mädel, Leute, und ein herzliches Willkommen hier bei mir auf meinem kleinen Liebeskanal. Tag ist kurz, wir haben nicht viel Zeit. Ich mache hier ein bisschen Werbung für die Tasse, denn alles schmeckt besser aus der Zerschmetterer-Tasse. Und wo wir gerade dabei sind, der schamlosen Eigenwerbung hier ein bisschen Raum zu geben, N.V. hat ihre Mitgliedschaft bei mir verlängert, das den dritten Monat. MM hat sich eine zerschmetterte Chromtasse gekauft. Muhaha hat ihre Mitgliedschaft oder seine Mitgliedschaft quasi erneuert. Anonymous hat 9,99 € getippt und MF hat sich einen zerschmetterten Sticker gekauft oder mehrere sogar. Ansonsten hat ST sich auch eine zerschmetterte Tasse gekauft. Link in der Videobeschreibung. Und hier oben in der Infobox. So, meine Damen und Herren, wie gesagt, der Tag ist kurz. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Heute ist Weinabend bei mir. Das heißt, heute Abend kommt nichts von mir. Vielleicht irgendwas Vorbereitetes. Man weiß noch nicht genau. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns gleich mal die Scheiße an, die gestern hier ins Internet gerotzt wurde. Und werden gar nicht lange drum herum reden. Übergang, sehr nice, vielen lieben Dank dafür. So, wir hören rein. Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, habe ich ja schon gesagt, ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Naja, muss, ne? Nie rede, mache ich immer so. Zuallererst einmal, ich möchte mich gleich von vornherein entschuldigen. Ich bin heute echt im Eimer. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe eigentlich gar nicht so viel gemacht. Ich war heute schon auf Kick Live, aber... Ja, ich entschuldige mich auch schon mal. Ich habe gar keinen Bock heute. Junge. Kannst doch nicht live gehen und sagen, ich entschuldige mich schon mal, dass es heute richtig scheiße wird. So viel war das nicht. Und ich bin schon den ganzen Tag wie erschlagen. Rainer, du bist nicht müde, du bist krank. Offensichtlich bist du krank. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil gestern habe ich... Und damit meine ich nicht, dass du einen Schnupfen hast. Dein Körper sagt Metal off. Ich habe mir einen Tag Auszeit genommen. Hallo Ruf. Ich habe eigentlich schon vor 2 Stunden überlegt, ob ich streamen soll und danach ins Bett gehen kann. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich bleibe einfach mal sitzen und mache mein Ding und ziehe heute Abend durch. Ja, mach mal. Aber ich bin echt total kaputt. Ich weiß nicht, warum. Ich kann dir sagen, warum. Weil du nur Zucker nicht reinpumpst. Zucker und Fett und Koffein. Und dein Körper das einfach nicht mehr mitmacht langsam. Keine Ahnung, warum. Ich habe keine Ahnung, warum, aber ich bin völlig im Eimer. Nee, es ging eigentlich gestern und vorgestern ging es eigentlich. Wir sind vorgestern 10 Stunden gestreamt haben. Hast du abgenommen? Nein, er hat einen Fettfilter an. Glaube ich eigentlich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Offensichtlich nicht. Guck dir die Scheiße auf Kick an, dann siehst du, wie fett er ist. Das ist bestimmt dein harter Alltag. Genau, ist ein harter Alltag, denn schweres Berufsleben ist das. So hart ist mein Alltag ja auch nicht. Ja, und bei dir? Ich bin heute... Ja, hier sind wir wieder im Match mit Hardgate-Maske. Er hat den ganzen Stream wieder über mit Hardgate-Maske gematcht. Ja, ich bin wie erschlagen in den letzten 2 Stunden. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Benja, was warst du denn? Möchtest du jetzt Mitleidsbahne haben, oder was? Warum erzählst du das den Leuten? So. Versuch doch wenigstens ein bisschen Show zu machen. Dass ich so erschöpft bin. Aber ich bin die letzten 2 Stunden richtig erschöpft und K.O. Ich weiß nicht warum. Schauen wir mal. In deinen Augen auch. Sieht man sofort immer, finde ich. Sieht man sofort. Wenn das wirklich dein Freund wäre, würdest du den mal beiseite nehmen und sagen, pass mal auf, Bruder, du stirbst gerade. Aber dir ist es scheißegal. Das ist echt übel. Aber keine Ahnung, also schauen wir mal, wird schon irgendwie. Vielleicht mal was essen oder so. Ich habe mir auch schon hier... Ja, richtig. Essen wird ihm wahrscheinlich weiterhelfen. Ich habe leider kein Obst da, aber ich habe vorhin erst was gegessen. Also ich habe erst vor einer Stunde oder so gegessen. Also von daher kann es daran eigentlich nicht liegen. Kaffee. Ich habe heute bloß eine Tasse Kaffee getrunken. Cool. Ich habe bloß eine Tasse Kaffee getrunken. Ja, vielleicht lag es daran. Aber ich kann hier gerade nicht aufstehen. Ich habe nämlich keine Hose an. Ja, geil. Das wollte der Zuschauer jetzt unbedingt wissen. Heute nur eine Stunde. Nein, und wir wissen, dass du keine Unterwäsche trägst. Schauen wir mal, wie es läuft.
Vielleicht machen wir auch zwei, aber länger als zwei mache ich auf keinen Fall heute. Außer ihr haut irgendwie 20.000, na, sagen wir mal 80.000 Diamanten raus, dann können wir über 3 Stunden reden. Was bist du für ein gieriges Arschloch? Mal ganz ehrlich. Ich stream heute nur eine Stunde. Na, vielleicht auch zwei. Und wenn ihr mir richtig viel Geld spendet, dann mache ich vielleicht auch länger. Was für ein Hurensohn. Voll überheblich, weil es so haut mal 80.000 Likes raus, haut mal 80.000 Diamanten raus, wisst ihr. Ja, Rainer, und das machst du seit Wochen, seit Monaten machst du das so. Ich weiß nicht, ob du es selber nicht mitbekommst, aber du bist sehr gierig. Du bist sehr, du forderst es ein von den Leuten, die dir zugucken. Du denkst, du hast das verdient. Du denkst, es steht dir zu. Aber das tut's nicht. Dann ziehen wir. Wieso In hat er mehr 12 Likes als Minuten. ich, Leute? Wieso hat er mehr Likes als ich? Ich habe In nur 12 6.700. Minuten? Weiß ich nicht, vielleicht ist er nicht ganz so ein unsympath wie du. Ich bin 12 Minuten live, Digga. Die drehen hier richtig am Sender. Danke, Leute. Leute, Liebe geht doch raus. wir brauchen noch 5 Rosen. Doch, 5 Rosen brauchen wir noch, Leute. Also eine Fresse braucht ihr. Ich werde wieder Noch 4. verlieren. Ja, das ist nicht schlimm, wenn ich 4 Rosen, verliere. Leute. 4 Rosen brauchen wir noch. Vier Man kann Rosen nicht brauchen wir noch. immer. 4 Rosen brauchen Man merkt wieder richtig, wie ihr euch füreinander interessiert. wir noch. 4 Rosen brauchen wir noch. 4 Rosen Man kann brauchen wir nicht noch. immer gewinnen. Das war's dann mit meinem. Ich hab nicht erreicht. Das war's mit dem Länge machen. Habt ihr Pech gehabt, ihr Zahlschweine. Nicht erreicht, aber ist nicht schlimm, alles Ich bin gut. aber auch schon seit 10 Minuten live, ne? Ich glaube, die Hater, der Plan der Hater geht auf. Ich werde unrelevant. Ja. Ja, Rey, das ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Das wissen wir alle. Habe ich ja gesagt? Nein, 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 nein. Ich will natürlich relevant sein. Ich will natürlich relevant sein. Ja, dann, du möchtest schon relevant sein, so wie ich auch relevant sein möchte. Rainer, du möchtest unbedingt relevant sein, weil du dadurch Geld verdienst oder Geld bekommst. Sonst bekommst du nichts mehr. Dann musst du wohl arbeiten gehen. Und das ist, glaube ich, dein schlimmster Albtraum. Nicht. Kannst du gerne so tun, kannst du gerne schauspielern, aber wir wissen alle, dass es so ist. Nee, spenden. Nee, wenn ich nicht relevant wäre, das wäre so geil, sag ich dir. Ja, klar. Das wäre so geil, dann müsstest du einer richtigen Lohnarbeit nachkommen. Muss ich zwar schauen, wie ich meine Kohle verdiene, Genau. aber wenn ich nicht mehr relevant Du hast ja wäre, deine könnte ich. Community so auch, die dich unterstützt. Da brauchst du die Hater nicht für, Digga. Ja, klar, logisch. Aber ich meinte, wenn ich nicht mehr relevant für die Hater bin, dann kann ich wieder auf die Straße gehen. Ich kann. Das macht keinen Unterschied, ob man mich in irgendeinem Hotel sieht, außer dass hinterher dann irgendwie die. Meine, dann kannst du dir aber kein Hotel mehr leisten. Wer soll dir das denn bezahlen? Dann bekommst du kein Geld mehr fürs Nichtstun. Mädels davor stehen mit einem dicken, fetten Schild. Drache, ich will ein Kind von dir. Nö, macht sowas bitte nicht. Ja, nee, Rainer, wird nicht passieren. Rainer, wir haben gesehen, wie du auf der wilden Lisa umhergerobbt bist. Kein Mensch auf dieser Welt möchte Sex mit dir haben. Außerdem, wer will ein Kind davon? Ja, niemand. Das muss schon ziemlich, da muss jemand schon ziemlich masochistisch sein. Genau, ich wollte sagen, so, lebe jeden Tag so, als wäre es der letzte, allerdings halt, ohne dabei jemand anderen zu stören, oder jemand anderen dabei zu belästigen. Wie kann man so einen einfachen Spruch so verhunepiepeln? Meine Güte. Weil, wenn man sein eigenes Leben nur dadurch genießen kann, dass man anderen Leuten was Schlechtes wünscht, das ist in meinen Augen einfach traurig und jämmerlich. Ich auch, ja. Auch, ich finde das ganz gut. Ich würde das selber nicht wollen. Dankeschön, kein Name. Na, da habe ich im 10-Stunden-Stream auch mal so eine Stunde oder was, mal so Laberflash gehabt. Monolog gehalten. Man weiß ja auch nie, gehst du auf die Straße, kommt ein Laster, überfährt dich, bist du tot. Ne? Das Ach so. kann so schnell passieren. Das ist auch völlig irrelevant, wie jemand ausschaut, wie er körperlich lebt oder so, ob er sich fit hält oder ob er raucht. Ja, wenn vom Lassi überfahren bist, wirst du vom Lassi überfahren. Rainer, was redest du schon wieder für eine gequillte Scheiße? Saufen und sonst was. Hoffen wir natürlich nicht, aber das Leben kann so schnell vorbei sein. Ich kenne Menschen, die sind, hängen viel an der Flasche und die leben auch mit 60, 70, 80 noch. Und dann gibt es Leute, die sind kerngesund, treiben Sport, halten sich fit, gehen ab. Ja, so wie du zum Beispiel, ne? Der hat es extra nochmal zurückgekommen. Auf die Straße und werden überfahren. Also. Ja, stimmt. Es geht ganz schnell, wie gesagt. Ja. Leben ist ganz schnell vorbei. Und Was deswegen frisst? lebt. Hast ja manchmal. Was frisst du denn da schon wieder? Ja, René, das fragen wir uns bei dir auch ständig. Ach so. Mandarine. Ja, grundlegend sollte man sich auch keine Steine von anderen Leuten in den Weg legen lassen.
Und was ich immer sage, auch wenn es ein antiquierter Spruch mittlerweile ist, aber was ich immer sage, ist, lasst euch von antiquierter Spruch? Niemandem sagen, ihr könnt irgendwas nicht. Oh, jetzt denke ich. Ja, René, du kannst mir gerne sagen, dass ich keine Fledermaus sein kann und ich bin trotzdem eine Fledermaus. So. Lasst euch von niemandem sagen, ihr könnt es nicht. Ja, ich kann keine Fledermaus sein. Stell dir mal vor. Ich will da an was. Ja, es ist von mir. Aber halt auch wirklich alles. Na, ist auch das hier. Ja, aber damals schon albern und ist heute noch ein bisschen alberner geworden. Weil du offensichtlich besiegt bist. Ja, das war mein zweiter Song. Der erste war im Februar 2018, der zweite war im November 2018, am 11.11. Am 11.11.? Das war damals, kam damals zu meinem Release raus. Ich hab ja, Rainer, magst du dir immer gerne wieder einreden, magst du uns gerne vorlügen, aber dein Kanal wurde nicht am 11.11. gegründet. Und du hast auch dein erstes Video nicht am 11.11. hochgeladen. Am 11.11.11. habe ich ja angefangen mit YouTube. Nee, hast du nicht. Ist doch nachgewiesen. Ich meine, warum möchtest du diese Lüge aufrechterhalten? Das ist totaler Bullshit. Kenn ich nicht. Was? Was? Mhm. Pitch Black, Riddick, Chroniken eines Kriegers und Riddick, muss man nicht kennen. Nee, aus dem Teddy sind die Kopfhörer nicht. Das sind von Beyer Dynamic DT770 Pro. Überleben, ja. Ist seine, Überleben ist seine... Aus dem Teddy ist wahrscheinlich dein Tuch, was du dir um die Fresse gewickelt hast. Rache. Wo du so ein jämmerliches Loch reingeschnitten hast. Mit Vin Diesel? Einer der bekanntesten... Einer der bekanntesten Filme von Vin Diesel. Okay. Ja, ich gucke sowieso kaum Filme und so, weißt du, was ich meine? Ich bin eher so der Serienfreak, so. Aber auch das... Macht schon Sinn, ja. aber trotzdem, gerade Vin Diesel, Alter, man kennt doch seine Filme. Mit der übermäßig kranken Stimme. Loser. Dass du immer meinst. Rainer, was denkst du denn jetzt schon wieder von dir selber? Er steht jeden Moment hinter dir. Also ich finde Vin Diesel einfach Bombe. Vor allem in Ding finde ich übertrieben heftig. Wie viel hast du? 25.000. Wir haben 18. Was ist denn los, Leute? Was ist denn los, Leute? Warum spendet ihr mir nicht euer Geld? Denkt daran, auch Liken bringt, kostet nichts und Liken bringt uns zusätzlich... Bringen zusätzlich auch Punkte, Leute, ne? Ja. Denkt dran, Leute, ihr könnt hier kostenlos abonnieren und ihr könnt hier kostenlos liken und einen Kommentar da lassen. Lasst mal den Algorithmus ein bisschen rotieren. Ich habe übrigens eine Mail bekommen, ne? Ich und andere von meinen Leuten, wir hatten doch neulich darüber gesprochen, dass wir in einem Stream, als ich online war, 9 Strikes rausgehauen haben bei den Restreamern. Bei mir hast du es nicht geschafft. Und einer dieser Strikes ging von mir an Ofenkäse. Nein, das ging von deinem Mod Ronny, diesem Hurensohn. Das ist einfach eine Falschmeldung gewesen, ganz einfach. So, und jetzt ist er hergegangen und hat eine Reaktion rausgehauen. Er hat überhaupt keine Reaktion rausgehauen. Was laberst du für eine Scheiße? Und hat eine Anwaltskanzlei tatsächlich beauftragt. Der hat tatsächlich eine Anwaltskanzlei damit beauftragt. Absolut richtig. Macht der Ofenkäse absolut richtig. Weil jetzt bist du nämlich im Zugzwang. Dass er da eine Anzeige machen will. Hat aber gleichzeitig nicht mal seinen Namen angegeben. Das heißt, ich habe zwar... Nee, muss er ja auch nicht. Kann er doch über seinen Anwalt laufen lassen. Der ist doch nicht so dämlich wie du. ...einen Widerspruch bekommen, wo auch die Adresse einer Anwaltskanzlei da drinnen steht, aber nicht sein Name drinnen steht. Ja, schade, ne? Ach, Rainer, schade. Hätte ihn so gerne geleakt, ne? Versteckt sich mal wieder, feige wie er ist, hinter seinem Namen, Ofenkäse. Man kann ihn nicht anzeigen. Jetzt werde ich allerdings hergehen und über diese Anwaltskanzlei anfordern, dass ich ihn anzeigen kann. Ja, weil er kannst du anfordern, bis du schwarz wirst. Wird trotzdem nicht passieren, du Idiot. Kann er nicht hergehen und kann er sich hinter seinem Pseudonym verstecken. Das geht ja nicht. Die Anwaltskanzlei ist ja drin, also werde ich da eine Anzeige gegen einleiten. Ja. Und dann... Das ist übrigens Zivilrecht. Da musst du erstmal dir einen Anwalt suchen und keinen Anwalt will dich vertreten, du Idiot. Wird seine Gegendarstellung in der Luft zerrissen, das verspreche ich schon mal. Er hat irgendwas rein. Wenn Rainer das verspricht, dann wissen wir ganz genau, es wird genau das Gegenteil dabei rauskommen.
geschrieben, von wegen, es sei... Rainer, du hast auch versprochen, dass du einen 24-Stunden-Stream machst bei 100 Abonnenten. Ein React, beziehungsweise... Warte mal, ich kann es mal eben aufmachen. Also erst einmal hat er sich darauf rausgeredet, dass es nicht ich sei. Ja, er hat sich erstmal darauf rausgeredet, weil die E-Mail-Adresse nicht meine E-Mail-Adresse ist, mit der ich normalerweise im Internet unterwegs bin, die jeder kennt, sondern mit einer anderen E-Mail-Adresse hat er sich darauf rausgeredet, das kann gar nicht der echte sein. Nö, das ist ja auch ganz offensichtlich, Rainer, weil du darfst gar keinen YouTube-Kanal haben. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass dein Mod das war. Hm? Und damit hast du das ganze Ding schon verschissen. Weil ich ja auch nicht 2 oder 3 E-Mails haben kann, mein lieber Ofenkäse, ne? Ausgerechnet du als Hater mit 20 Millionen Hatern, 20 die, Millionen. Die Milliarden verschiedene E-Mails-Adressen haben. Ja, klar. Aber ändert ja an der Sache an sich nichts. Dass nicht du das gemacht hast, sondern dein scheiß Mod. Sorry, wenn ich das jetzt übrigens gerade so in deinem Stream erzähle. Kann ich auch nachher erzählen. Will ich jetzt damit nicht langweilen. Ja, oder du hältst einfach die Fresse. Laberst nicht unqualifizierte Scheiße vor dich hin. Jedenfalls ging es unter anderem daran, er hat quasi sich rausgeredet, weil es ja angeblich nicht der echte sei. Es sei angeblich eine Fake-E-Mail-Adresse. War es ja auch. Und dass es nur eine Hater-E-Mail sei und so weiter und so fort, weil es halt auch eine dieser klassischen E-Mails war. Weil ich habe damals halt, ich habe halt mehrere E-Mails und eine davon schauen halt nicht so aus, als wären sie von mir. Rainer, so weit konntest du nie denken. Ich meine, deine Benutzerdaten waren, oder deine Zugangsdaten waren immer irgendwie Drachenfeuer und Drachenlord. So, aber man muss sich aber den Hatern immer einschleimen mit irgendwelchen Wingel-Wongel-Geschichten-Döns. So, da ist auch das Geilste, ich weiß jetzt auch die E-Mail-Adresse von seinem Google-Account. Ich weiß jetzt die Google-Adresse von seinem Google-Account, die E-Mail-Adresse. Ja, und weiter? Und das ist halt auch richtig geil, weil das heißt halt Rudi der Pumper. Also schon mal wieder auf meinen Vater losgehen, ne? Alter Falter, ganz ehrlich, was für ein... Alter Falter! Assi. Die Sache ist halt, der hat nicht nachgedacht, weil durch diese Kanzlei, ich werde jetzt absichtlich mal den Namen nicht nennen, eine Sache muss ich zu der Kanzlei sagen im Vorfeld, ich finde es eine Schweinerei, weil die Kanzlei, bevor er überhaupt irgendeine Anzeige machen konnte, bevor sie überhaupt im Raum stand, dass er eine Anzeige machen will, habe ich bei der Kanzlei bereits vorher schon mal versucht, ein Mandat zu bekommen, dass die mich vertreten. Gegen eben unter anderem ihn und andere wie ihn. Ja, und offensichtlich bist du nicht im Recht, Rainer. Und deswegen haben die dich nicht vertreten. Merkst du was? Jetzt hat er bei der gleichen Kanzlei, finde ich extrem unseriös, weil die Kanzlei sich bei mir seit Wochen nicht mehr meldet. Nee, finde ich schon sehr seriös, dass die den vertreten, mit dem zu gewinnen ist und nicht den vertreten, mit dem nur verlorenen Posten stehst. Wie damals schon bei WBS, Rainer. Eigentlich ungefähr seit dem Zeitraum, wo die, also das ist vom 7.12. Und ungefähr seit diesem Zeitraum meldet sich die Kanzlei auch nicht mehr bei mir. Finde ich eine echte Spannerei, muss ich dazu sagen. Und er redet sich halt auf Fair Use raus. Fair Use wäre es vielleicht, wenn du 1 oder 2 Videos hättest, aber nicht, wenn du alle deine Videos auf mich aufbaust. Das ist dann kein Fair Use mehr. Ja. Rainer, du hast immer noch nach so vielen Jahren keine Ahnung von dieser ganzen Internetgeschichte, ne? Du hast es immer noch nicht verstanden. Und er redet sich halt raus aufs Zitatrecht und so weiter und so fort. Zitatrecht ist es aber auch nicht, wenn sein gesamter Kanal, seine ganzen Videos, es gibt ja... Rainer, nur weil du das nicht möchtest, ist es rechtlich gesehen trotzdem noch so. Kaum bis gar keine Videos, die nicht von mir sind oder über mich sind. Es geht ja nur um mich bei seinem Kanal. Das hat nichts mehr mit Zitatrecht zu tun. Ich habe erst... Warum nicht? Weil du das jetzt ausgedacht hast, oder was? Gedacht, das ist fake, als ich die E-Mail gelesen habe, weil kaum bis keinerlei Paragraphen in der E-Mail drinnen stehen. Das ja, du hättest wahrscheinlich die Paragraphen auswendig gewusst bestimmt, ne? Du bist ein ganz besonderer Mensch. Das finde ich auf jeden Fall eine riesen Schweinerei, was da abgeht. So, die Kanzlei soll... Finde ich super so. Die hat übrigens nichts damit zu tun. Ich habe das, glaube ich, gerade hier irgendwo gelesen. Also das war nicht die Kanzlei Solmecke. Weil... Das wäre ja auch zu schön gewesen. Mit der ist ja... Das Thema ist ja schon lange durch. Aber wie gesagt, ich habe jetzt verschiedene andere Anwälte versucht anzuschreiben und das ist eben die Kanzlei, wo er jetzt... Ja, und lass mich raten, keiner will dich vertreten, oder? Das ist halt auch... Und das Interessante ist... Das Schöne ist ja, ich sage jetzt den Namen dieser Kanzlei bewusst nicht. Weil, woher wusste er denn, dass du da warst? Das wusste er nicht. Das war vermutlich, also ich vermute nur, dass das Zufall war. Wenn er wusste, dass ich da war, ist es erstmal ein Riesenskandal, dass er das überhaupt wusste.
Skandalös. Und wenn ja, das... Der Witz ist aber jetzt, pass mal auf. Und Ofi, hör zu. Hör genau zu, Ofi. Weil du schaust dir das ja hier früher oder später auch wieder an. Wenn rauskommt, welche Kanzlei das ist, ohne dass ich das erzähle, dann kannst das nur du erzählt haben. Weil außer dir und mir weiß es ja keiner. Nein, du wirst es schon hinausposaunen. Da können wir uns ganz, ganz doll drauf verlassen. Also im Klartext würde ich mich extrem zurückhalten jetzt mit deinem ganzen Käse. Und ich gebe dir noch einen einzigen... Wisst ihr, wir machen es noch anders. Ich würde ja gerne Schadensersatz vom Ofenkäse erklagen, ne? Ja, wofür denn? Wir machen das jetzt ganz einfach, Ofenkäse. Lösch deinen Kanal und lösch deine ganze Scheiße. Nö, René, wir machen das jetzt mal ganz einfach. Du löscht deinen Kanal, lösch deine ganze Scheiße und ich mache nichts mehr über dich. Einverstanden? Ansonsten werden wir uns vor Gericht wiedersehen. Ja, und da wirst du wieder verlieren, René. Du hast nicht mal jemanden, der dich vertreten möchte. Weil du so auf verlorenen Posten bist. Und dann wirst du in Zukunft, wenn überhaupt, noch Bus fahren. Wahrscheinlich kannst du aber nicht mal mehr dein Busticket leisten. Ja, so wie du ungefähr, ne? Führerschein hast du ja nicht mehr. Solltest mal drüber nachdenken. Schönes Weihnachtsgeschenk hast du mir da übrigens gemacht. Danke, Ofi. Richtig geil. Weil Junge, wie getriggert er ist, ne? Merkt man gar nicht. Über die Kanzlei kriege ich jetzt deinen Namen. Nee, bekommst du nicht, Rainer. Meine Güte, wie hageldumm bist du denn? Wer hat mir denn eine Laus in den Bart gesetzt? Weiß ich nicht. Schneide mal ab, den Läuseteppich. Ich bin echt am überlegen, ob ich mir den Bart wieder abrasiere, ne? Zumindest den Kinnbart. Mhm. Mich regt das. Gib dem Ding doch keinen Spitznamen, das ist doch kein Bart. So auf, ich hab hier immer Pickel. Ja, Stelle merken und waschen. Wäre so ein Ding. Ja. Einfach mal waschen. Dich pflegen, Rainer. Boah, ich hasse, ohne Scheiß, ich muss mich echt wieder rasieren. Das war auch hier unten. Mach mal lieber. Schnauze geht, aber der Kinn. Nee, der geht auch nicht. Ich krieg immer am Kinn Pickel, wenn ich lang genug den Bart habe. Das ist voll ätzend. Ja, Rainer, weil du dich einfach nicht wäschst. Das ist das Problem. Da hilft halt auch nichts, ne? Doch, waschen und Bartöl hilft da. Und Pflegemittel. Ja, bei mir geht's ja momentan auch drunter und drüber. Das ist aber auch, glaube ich, oft immer die Weihnachtszeit, weil gerade an Weihnachten. Richtig stressiges Leben hast du. Kommt immer alles. Ich habe jetzt auch einige Schwierigkeiten und kann es nachvollziehen. Bei mir ist vor allem finanziell jetzt auch ein Problem gewesen. Ja, kenne ich. Kurzzeitig. Das konnte ich jetzt aber glücklicherweise heute schon mal zumindest teilweise lösen. Also von daher auch. Okay, ich habe jetzt gerade noch eine Info. Na, hol mal raus die Info. Beharrt wohl darauf, dass er recht hat. Hat er ja auch. Und dass ich seine E-Mail-Adresse veröffentlicht habe. Hast du vorhin gerade gemacht, ja. Habe ich aber gar nicht. In diesem scheiß Video hast du das gemacht. Ich habe gesagt, was du hier reingeschrieben hast und was hier steht. Und ich persönlich zweifle daran, dass die E-Mail-Adresse stimmt. Und selbst wenn, ich habe nicht... Rainer, du bist gerade mit jemandem live, dem du das gerade selbst erzählt hast. Und dann sagst du, nö, habe ich nicht gemacht. Ich gesagt, welche Zahlen noch dabei sind, wenn Zahlen dabei sind, ob Zahlen dabei sind und so weiter. Also ich habe überhaupt nichts veröffentlicht. Und außerdem, Ofi, an der Stelle... Das Hartgeldmaske, das nicht mitschneidet, ne? Ne? Wir klären das vor Gericht. Kein Problem. Mach mal. Du hast jetzt deinen Anwalt eingeschalten. Ich werde versuchen, einen Anwalt rauszukriegen. Und wenn du wirst aber keinen kriegen. Wenn nicht, dann werde ich das über einen Pflichtverteidiger machen. Und dann Rainer, ein Pflichtverteidiger wird... Ein Pflichtverteidiger ist dazu da, dich zu verteidigen. Nicht jemanden anzuklagen, du vollkommen... Meine Güte, wie dämlich bist du? Wie kann man denn so saudämlich sein? Wie kann man so hageldumm sein? Richtig verklagen. Und am Ende werde ich dich auf Grund und Boden verklagen. Du hast nicht recht. Es ist kein Zitatrecht, wenn dein Gesamt... Du hast dich wieder bis auf die Knochen gerade blamiert. ...der Kanal darauf aufgebaut ist, Videos über mich zu produzieren. Von 1000 Videos, die du da hast, ist jedes einzelne über mich, bis auf ein, zwei vereinzelte Videos vielleicht mal, die aber dann über Umwege auch wieder über mich handeln. Weil es wieder Menschen sind. Ja und? Und weiter? Sind, die über mich geredet haben, wie zum Beispiel über Hart, ne, oder über Auge, oder über Ibo, oder über andere im Vergleich, die wir hier auf TikTok hatten, oder die vorher... Ja, was wisst ihr jetzt? ...auf YouTube waren und die vorher da waren. Auf die Fake News. Vor allem das Video, was ich hier gemeldet habe, das war ja das Video Unge, ne? Unge und Gronkh brauchen es gar nicht versuchen. So, da hat er auch über Gronkh und Unge geredet, ja, und halt über... Ja, so offensichtlich ja nicht über dich. ...mich. Also, braucht man sich nicht wundern, ne? Wie gesagt. Hast du gerade gemerkt, was du für eine Scheiße vor dich hinlagerst? Wir können das gerne vor Gericht klären, Ofenkäse. Können wir gerne vor Gericht klären, das ist gar kein Thema.
Aber ich garantiere dir, dass das nicht unter Zitatrecht fallen. René, ich garantiere dir, dass du dir die nächsten Schulden am Arsch hast. Wird. Zumal ich auch mit mehreren Anwälten gesprochen habe. Ja, und keiner hat gesagt, okay, ich vertrete dich. Okay, du bist im Recht. Jeder hat gesagt, nee, Bruder, hau mal ab hier. Und nicht nur mit einem. So, Bro, ich vermisse dich hart auf YouTube. Ich nicht. Ich arbeite dran. Ja, wie denn? Was machst du denn gerade, um deinen YouTube-Kanal wieder zu bekommen? Hätte gerne alte Zeit zurück. Ja, hätte ich auch gerne. Aber solange Ofenkäse und die anderen Hätte da draußen sind und ich meinen Kanal nicht zurückkriege, kann ich die leider nicht wieder reaktivieren, die Zeiten. Ja, wird auch nicht passieren, René. Und wir werden auch da bleiben. Vor allem... Alles mal zu... Und die Hater sind nicht daran schuld, dass du deinen YouTube-Kanal verloren hast? Du selber bist daran schuld, weil du gegen die TOS verstoßen hast. Danke, AT. Habe ich ja auch Laufvideos und sowas gemacht, wo ich... Ach, na klar. Wie viele Jahre ist das her, seitdem du mal ein Laufvideo gemacht hast? Seitdem du mal ein Radelvideo gemacht hast? Rainer, du bist der einzige Indoor-Sportler, der bei schlechtem Wetter kein Video gemacht hat. Der bei schlechtem Wetter keinen Indoor-Sport machen konnte. Unterwegs war und alles. Das konnte ich alles irgendwann wegen den Hatern nicht mehr machen. Ist auch totaler Bullshit. Kein Hater hat dich davon abgehalten, ein Laufvideo zu machen. Deine Faulheit hat dich davon abgehalten. Das haben alles die Hater versaut. Nee. Ich würde alles immer wieder genauso machen, wie ich es gemacht habe, weil dann wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich es anders machen würde. Ja, hat dir richtig viel gebracht, ne? Dein Leben ist vollkommen im Arsch. Das ist schwierig. Ich weiß gar nicht, was da großartig zu sagen soll, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus, weißt du? Mit den ganzen... Ich bin ja nicht so groß wie du, ja? Und ich habe diese Probleme ja nicht, deswegen... War das jetzt an mich gerichtet? Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Zu welchem Zusammenhang? Meine Güte, Rainer, hat dir wieder jemand ins Hirn gefurzt gerade? Du kriegst auch nichts mehr mit, ne? Ja, mit Ofen jetzt und so. Also er berichtet zwar über mich ja auch, ist ja klar, aber ich habe diese enorme Bandbreite ja gar nicht so wie du. Du kriegst das ja nochmal mit richtig. Weißt du, was ich meine? Ja, wobei das mittlerweile auch extrem absackt. Na, war denn? Also, da ist ja mittlerweile auch so unrelevant das Zeug dabei und so vieles, was sogar Leute... Offensichtlich nicht, René. Ich habe gerade mehr Aufrufzahlen, als ich jemals hatte. Auf diesem Kanal. Innerhalb dieser Bubble einfach null mehr interessiert. Also das verliert immer mehr und mehr an Boden. Er hat 116.000 Abos. Bei ihm kommt bald der Play-Button. Wer? Wie viele Abos hast du? Keins, ne? Bei Ofenkäse. Ofenkäse werde ich zerstören, bevor sein Play-Button kommt. Der wird... Wie willst du das denn machen, Rainer? Ich sag, wir sehen uns da vor Gericht. Ja, und da wirst du auch wieder einen Arsch voll kriegen. Was die Musik eingebracht hat den Monat. Guck mal, was die Musik eingebracht hat diesen Monat. Boah, kennt das jemand von euch? Das will ich schon, ich versuche das schon länger rauszufinden. Wenn man WhatsApp-Web nutzt, ne? Dann kommen ja auch mal Nachrichten rein von Leuten, die man schon blockiert hat. Nö, ist nicht so. Ich nutze auch WhatsApp-Web und das passiert nicht. Ich habe immer wieder Leute, ich habe ja links meine Liste, rechts die Leute, mit denen ich schreibe, wenn ich dann mit jemandem geschrieben habe. Und in der Liste links taucht immer wieder die gleiche Nummer von der gleichen Person mit der gleichen Hackfresse auf. Ja, Rainer, dann bist du halt einfach zu blöd, um das Programm zu bedienen. Obwohl ich den schon vor Monaten geblockt habe. Ich habe auch schon das wiederholt runtergeschmissen vom Handy und wieder draufgeschmissen. Ja, WhatsApp-Web hast du aber nicht auf dem Handy, du Idiot. Ich habe das wiederholt am Computer ein- und ausgestellt. Ich krieg diese Nummer immer wieder rein. Langsam aber sicher triggert mich das hart, ey. Ja, meistens ist nichts kaputt. Man ist nur zu blöd. Also ich krieg keine Nachrichten von der Person, aber ich krieg immer wieder die Person angezeigt. Obwohl ich die blockiert habe. Das dürfte doch gar nicht passieren eigentlich. Ja, meine Damen und Herren, das war mein kleiner Zusammenschnitt von der Scheiße, die gestern hochgeladen wurde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ihr wisst, was ihr alle zu nehmen habt und zu schlucken habt und rauszuziehen habt und euch Anschlüsse zu schnallen habt. Passt auf eure Haustiere, auf eure Lieben auf und auf euch selbst und lasst knacken. Hakuna Matata und Medal of, meine Lieben.